Aber zunächst gab es eine leichte Abkühlung, denn vor dem Einzelfinale fielen tatsächlich einmal ein paar Tropfen Regen auf die Zuschauer. Eine Seltenheit bei den Münchner Spielen, die vom Wetterglück geradezu verfolgt waren. Natürlich hatte dieser leichte Regen keinen Einfluss auf die Entscheidung, bei der Josef Neckermann, der große alte Mann der deutschen Dressur und gleichzeitig Gründer der deutschen Sporthilfe, noch einmal auf eine Medaille mit seinem Pferd Venezia hoffte. Zwei Tage zuvor hatte er schon Silber mit der Mannschaft gewonnen. Das war eine medaillenreife Vorstellung. Bloß welche? Das war noch unklar. Die Kampfrichter, deren Entscheidungen oft heftig umstritten waren, setzten Neckermann schließlich hinter die Russin Elena Petuschkova, der Abstand nur 7 Punkte. Bronze hatte Neckermann damit sicher. Aber eine konnte noch in den Kampf um die Goldmedaille eingreifen, Liselott Linsenhoff auf Piaf. Von der schwungvollen Darbietung von Piaf und ihrer großartigen Reiterin waren auch die Kampfrichter überzeugt. Liselott Linsenhoff gewann die Goldmedaille in der Einzelwertung der Dressur. Silber ging an Elena Petuschkova auf Pepel und Dritter Josef Neckermann auf Venezia. Den reiterlich schwersten Teil des Tages aber hatte Liselott Linsenhoff noch vor sich.
Denn bei der Siegerehrung wollte Piaf, die im Parcours so gut gefolgt hatte, partout nicht stillstehen. Die ganze Aufregung war wohl ein bisschen zu viel für das Pferd.